Hol dir dein Coke für die heißeste Phase der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Herzlich willkommen im Kronete Sportstudio. Wir sind zurück. Wir, das sind Felix Gasserlich und meine Wenigkeit. Wir waren gerade ziemlich entsetzt, gell? Ja, auf jeden Fall. Es war ein glatter Elfmeter. Also ich verstehe den Schiri nicht und auch den Videobeweis Schiri nicht. Da muss er sofort abpfeifen und die Situation am Bildschirm festlegen. Genau, weil bisher hat er bei dieser Weltmeisterschaft der Videobeweis eher dafür gesorgt, dass wir gesagt haben, super, endlich gibt's das. Zum Beispiel, wenn man an den Elfmeter von Griezmann denkt, in der 7. Wiederholung haben wir das erst gesehen. Richtig. Und der Videoschiedsrichter hat das Gott sei Dank bemerkt. Da in dem Fall ist die Regelauslegung wieder blöd, weil da müsste man dem Schiedsrichter zufunken können, hey, hallo, pass auf, du hast genau was übersehen. Weil der hat geglaubt, scheinbar es war kein Foul und hat nicht einmal die Kontrolle zur Hilfe hergezogen. Aber das muss der Schiri auf jeden Fall sehen, weil der ist ja geflogen, nicht jetzt, weil er das Gleichgewicht verloren hat, sondern weil ihm der sozusagen die Beinschere noch im 16 Meter angesetzt hat. Und da muss er sofort reagieren und Elfmeter pfeifen und dann kann er, wenn er sich vielleicht geirrt hat, am Videobeweis nachschauen, ob das jetzt passt oder nicht. Aber das ist auch die ganze Partie, ich sage an und für sich, ist jetzt nicht von hoher Qualität und der Schiri hat sich scheinbar dem angepasst. Ja, das kann man durchaus so sagen. Die Schweden hat natürlich das robustere Team, das bisschen bessere Team, haben jetzt auch einige große Chancen gehabt. Wie wir schon bei dieser WM öfters erlebt haben, ist aber auch ein bisschen gefährlich, wenn man die ersten 3-4 Chancen nicht macht. Dann haben einige Teams schon gemerkt, wird es immer schwieriger, den Ball ins Tor zu bekommen. Das könnte heute Schweden auch passieren, weil sie müssten eigentlich 2-0 führen. Sie haben wirklich tolle Chancen gehabt. Das eine Chance vom Berg, das muss ein Tor sein, da gibt es überhaupt keine Ausrede. Also das war unplatziert geschossen, ohne Idee, ohne Nachschauen. Das war Minute 20, wo er 5 Meter genau, allein vom Tormann war. Genau, ganz allein, er kann sich die Ecke aussuchen, er kann in Tormann noch einmal aufstehen lassen und sagen, wo willst du den Ball hin haben, links oder rechts, sucht die Ecke aus, aha, okay, passt, danke, drin ist er. Und jetzt kann es passieren, schnelle Spitzen haben sie, die Südkörner, haben wir gesehen, sie rücken zu wenig nach. Das heißt, der Trainer wird jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt das eine Tor schießen, vielleicht ergibt sich die eine oder andere Konterchance für die Südkoreaner und dann, wenn das Tor fällt, glaube ich, ist es für Schweden vorbei. Ja, dann wird's ganz schwierig. Wir haben gehabt die eine Situation von Berg 5 Meter vom Tor, dann haben wir nochmal die Situation gehabt von Berg, wo du gesagt hast, den muss er überheben. Genau so ist es, da macht er mit dem Außenriss den Pass rein, muss aber sehen, wie er den Ball mit der Brust nimmt, dass kein Schwede mitläuft, genau, kein Mitspieler. Ja. Er spielt den mit der Außenseite, der kann nur Richtung 5-Meter-Raum gehen, sondern er muss ihn mit der Innenseite probieren, überheben, ob er dann reingeht oder nicht, ist dann die Technik von ihm, aber er hat es komplett vergeigt, diese Situation, weil die muss er selber entscheiden. Und ich hoffe, mein Tipp geht auf, ich habe mir gedacht, Schweden wird 1-0 gewinnen, aber jetzt müssen sie in den nächsten 15, 20 Minuten wirklich was rausholen aus dieser Partie, sonst könnte es eng werden für sie. Und dann kam, wie gesagt, noch diese Elfmeterszene, der klare Elfer, der den Schweden nicht gegeben worden ist. Und da haben wir einen ganz interessanten Beitrag für Sie, nämlich wir zeigen Ihnen einmal den Raum, wo die ganzen Szenen entschieden werden. Da hängen wahnsinnig viele Monitore und dort ist dieser Videoschiedsrichter, das ist immer in Moskau, ganz egal wo das Match ist. Und die sind dann mit Funk per Funk mit dem Schiedsrichter verbunden. Schauen Sie sich diesen Beitrag mal an. Auf diesen Raum werden die Blicke während der WM oft gerichtet sein, das Kontrollzimmer der Videoschiedsrichter. Hier sollen mögliche Fehlentscheidungen der Unparteiischen auf dem Rasen korrigiert werden. 15 riesige Bildschirme und insgesamt 33 verschiedene Kameraperspektiven stehen dafür zur Verfügung. Eine Premiere bei der Weltmeisterschaft, einhergehend mit vielen Diskussionen. Die FIFA aber ist vom Einsatz überzeugt. Mit dem Videoschiedsrichter haben wir die große Möglichkeit, schwerwiegende Fehler zu vermeiden. Jeder, der sich die Situation anschaut, bekommt dadurch nochmal eine Bestätigung, dass eine Entscheidung korrekt war. Es gibt keinen Grund mehr zur Beschwerde. Der Videoschiedsrichter schaut sich das Spiel hier aus der normalen Perspektive an. Wenn auf dem Feld etwas passiert, kann er sofort auf einen seiner Monitore schauen. Dort laufen die Bilder mit einer 3-sekündigen Verspätung. Damit hat er schon innerhalb von 3 Sekunden die Möglichkeit, sich eine Szene zweimal anzuschauen. Einfaches Prozedere, keine Beschwerden mehr. In der Theorie eine gute Sache. Doch der teils unbefriedigende Einsatz beim Confed Cup im Vorjahr und auch die vielen Diskussionen im Laufe der Bundesliga-Saison haben gezeigt,
Ein Allheilmittel für gerechten Fußball ist der Videoschiedsrichter bisher noch nicht. Es ist eigentlich kaum zu glauben, wenn sogar Massimo Busacca, der Schiedsrichterchef, selbst sagt, wir haben diese neue Technik, um schwerwiegende Fehler zu verhindern. Und dann wird es nicht angewandt. Ja, das wundert mich. Das ist eine super Geschichte. Es wird natürlich sehr viel jetzt hineininterpretiert, aber dafür habe ich ja den Videobeweis, dass er ganz strittige Situationen blitzartig lösen kann, aufgrund dessen der Technik. Und das hätte jetzt eigentlich unbedingt geahndet gehört. Aber der Schiri hat sich nicht geäußert zu der Situation. Aber dann muss der vierte Schiri oder eben der Busacca sagen, okay, meine Herren, aus, Ende, schauen wir uns das an. Okay, Elfmeter, danke, auf Wiederschauen. Sie werden sich vielleicht fragen, warum ich da schon seit den ganzen Tag diese Fußballschuhe stehen habe. Der Felix hat mich erinnert, erst beim Zuspieler, was ist mit den Schuhen? Sie werden es nicht glauben, es stimmt aber, das sind die Original-Fußballschuhe von Granit Xhaka vom Schweizer, der sehr, sehr stark war gegen Argentinien. Wir haben die von seiner Schuhfirma bekommen, verlosen die auch auf Krone.at. Könnt ihr euch die mal anschauen, da steht auch sein Name drinnen, Granit. Und da draußen steht La Familia, also echt ein cooler Schuh. Die hat nur dieser Mann in Russland jetzt am Fußballplatz an und wir haben ein paar hier. Also wenn Sie wollen, können Sie da an dem Gewinnspiel teilnehmen und sind schon ganz lässig aus, Felix, die Schuhe. Ja, na, die Formen sind sowieso super. Wir haben am Wochenende Fußball gespielt gegen die Rapid-Legenden und da hat der Herr Marek gesagt, liebe Zuschauer, schaut euch die Fußballschuhe an, der Legenden von Rapid und Austria. Es waren 100% Coppa Mundial. Ich mache jetzt Werbung. Das sind die Adidas, die hat jeder Fußballer in Wirklichkeit an. Aber heute sind die Schuhe natürlich viel moderner. Auch vom Schnitt anders. Ich habe schon alle auch ausprobiert. Aber mein Fuß sagt noch immer Coppa Mundial und nichts anderes. Sie sind leichter geworden, die Schuhe, eindeutig. Gell? Also viel leichter. Also für meinen Geschmack. Also ich bin noch aus einer ganz anderen Generation. Du brauchst für die Füße und für die Zehen schon einen Schutz. Ich glaube, wenn heute ein anderer Spieler da draufsteigt, hast du sicher einen Zehenbruch. Das war also früher sicherlich viel besser geschützt als wie jetzt. Und ich muss auch sagen, die Stoppeln, da bleibe ich bei meiner Meinung, waren früher besser als wie jetzt. Jetzt sind sie ein bisschen anders gemacht. Aber ich bin ja halt immer noch ein Freund der alten Gummler, wie wir gesagt haben. Da kann ich auch am Kunstrasen spielen, da kann ich auf jeden Belag spielen. Da brauche ich schon Kunstrasenschuhe und so weiter. Es ist doch ein bisschen eine Richtung in die Vermarktung gegangen. Okay, ausschauen tun sie wirklich sehr schön. Das muss man sagen. Ich kann mich noch erinnern, früher, wenn man neue Fußballschuhe gehabt hat, hat mir mein Bruder gesagt, der auch mal Profifußballer war, hat immer gesagt, die musst nass machen. Richtig. Und beim ersten Training hast du die nassen Schuhe an, warmes damit Wasser sich der Fuß anpasst. Und dann nachher dann Zeitungspapier rein, damit sich der Schuh richtig anpasst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, früher haben wir vom Nationalteam Bummerschuhe bekommen und ich habe gespielt beim Verein Adidas, weil Adidas hat einfach meinem Fuß gepasst. Und mit den Bummerschuhe, die sind so auseinandergegangen, waren auch Top-Schuhe. Und ich habe noch gehabt, die von Johann Cruyff mit dem orangen Bummerzeichen oben. Und die habe ich aber hergeschenkt. Weil ich habe mit diesen Schuhen, die sind auseinandergegangen, habe ich nicht spielen können. Ich habe einen hohen Riss gehabt und der Bummer war nicht für einen hohen Riss. Im Nationalteam hat man dann eigene Sachen gemacht, damit Adidas-Träger auch mit Bummer-Träger-Schuhen spielen konnten. Extra Verträge. Extra Verträge und extra Schuster, der das dann noch gemacht hat. Den Feinschliff. Den Feinschliff. Bei Ajax Amsterdam, was habt ihr da für einen... Also Ajax Amsterdam, muss ich ganz ehrlich sagen, war Katastrophen mit den Schuhen, aber dort hat jeder Spieler einen eigenen Vertrag gehabt, also das hat mich nicht betroffen. Wir haben zum Beispiel gekommen mit Le Coq Sportif, das war ein französischer Ausrüster. Mit dem Hahn, Mit dem Hahn, der hat super Material gehabt, alles aus Baumwolle, aber in Holland hat es viel geregnet, da hast du viele Kilo mitgeschleppt, ja, weil der hat sich angesoffen. Dieser Trainingsanzug, aber wirklich wunderschöne Sachen. Später haben wir dann gehabt, glaube ich, noch Adidas kurzfristig. Aber sie haben immer gewechselt, wer der am besten gesponsert hat mit dem. Aber die Schuhe waren in Holland, extra Verträge. Und da hast du sogenanntes Deputat bekommen, das du können immer anziehen. In Holland war es ja für mich perfekt, weil da haben die Spieler nur Sportsachen getragen. Also in Wien hast du immer schöne Hose oder normale Hose, Jeans oder so weiter. In Holland haben die Fußballer nur Sportsachen. Trainingsanzug und Trainingsanzug.
Aus, es war ein öffentlicher Auftritt, dann hast du mit dem Sportanzug müssen gehen vom Verein, aber sonst sind sie nur mit Sportutensilien gegangen und auch mit, da hat es die Sneakers noch gar nicht gegeben, dann haben sie nur mit den Trainingsschuhen oder mit den Laufschuhen sind sie gegangen. Also das war die einzige Ausrüstung. Du hast am Rasen deine Copa Mundial dran gehabt. Ich habe immer ewig bis heute und ich muss auch sagen, ich spiele nicht mehr so oft, aber sie haben auch sehr lang gehalten und sie haben ein Zeichen gegeben, wenn vorne die Sohle ein bisschen runtergehangen ist, hat man so gesagt, oh, da kommt der Spitzschießer. Meistens sind sie unten aufgegangen. Das war der Spitzschießer. Wenn ihr noch mehr solche Geschichten von Felix Gasserlich hören wollt, nach dem Spiel sind wir nicht nur mit diesen Geschichten für euch zurück, sondern auch mit der Matchanalyse von Schweden, Südkorea und hoffentlich mit ein paar Toren. Viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. Baba.